Denn am Ende des Tages musst du als Immobilienunternehmer wachsen. Du musst durch Zeiten kommen, wo vielleicht ja die Einnahmen, die Umsätze nicht ganz so prickelnd sind, wo du vielleicht auch jetzt nicht konstante Einnahmen hast, sondern wo es eher eine ja, Umsatzachterbahn gibt. Bis zu 75% deiner Mitarbeiterkosten vom Staat bezahlen lassen. Und das hier geht an alle Immobilienmakler, Bauträger, Projektentwickler, die bereits Mitarbeiter haben oder vorhaben, Mitarbeiter einzustellen. Denn es gibt eine Möglichkeit, wie du dir bis zu 75% deiner Kosten, die du für Mitarbeiter ausgibst, vom Staat zurückholen kannst, beziehungsweise ja, vom Staat bezahlen lassen kannst. Und bevor ich dir genau erkläre, wie das Ganze funktioniert, überleg doch mal, was das für dich bedeuten würde, wenn du heute 75% deiner Mitarbeiterkosten einsparen könntest. Der Gehälter, die du jeden Monat überweist, einfach einsparen könntest. Was würde das bedeuten? Was heißt das vielleicht auch für dein Geschäft? Nicht nur, dass du mehr Gewinn machen würdest, nein, du würdest vielleicht auch sogar die Möglichkeit haben, das Geld zu nutzen, zu reinvestieren. Beispielsweise in Marketingzwecke, beispielsweise in dein Unternehmen, in Systeme, in Prozesse, in Wachstumsmaßnahmen, und darauf kommt es ja am Ende des Tages eigentlich an, und darüber ja, gibt es auch hier dieses Video. Denn am Ende des Tages musst du als Immobilienunternehmer wachsen. Du musst durch Zeiten kommen, wo vielleicht ja die Einnahmen, die Umsätze nicht ganz so prickelnd sind, wo du vielleicht auch jetzt nicht konstante Einnahmen hast, sondern wo es eher eine ja, Umsatzachterbahn gibt. Wenn das so ist, dann musst du eben auf Rücklagen zurückgreifen. Und diese Rücklagen zu bilden, zu haben, ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Aber sie sind extrem notwendig, um eben diese ja, eher Negativzeiten, sage ich mal, auszugleichen, aber natürlich auch genauso wichtig, um wachsen zu können, um eben das Unternehmen nach vorn zu bringen, zu reinvestieren. Denn am Ende des Tages gewinnt der am Markt, der nun mal die meisten Marktanteile hat. Und gerade in der heutigen Zeit werden diese Marktanteile sehr einfach neu vergeben. Warum ist das so? Naja, viele Immobilienunternehmer backen eher kleinere Brötchen, ziehen sich so ein bisschen zurück, aber dennoch gibt es immer noch vereinzelt andere, die gerade jetzt losschießen, die jetzt losstarten, die jetzt Budgets frei machen, um eben in die eigene Sichtbarkeit zu investieren. Das kannst du dir so vorstellen, dass wenn es natürlich an einem Markt weniger Mitbewerber gibt, die zumindest sichtbar sind, die Werbung machen, die werben, die aktiv sind, ja, dann ist es leichter für die, die es machen, diese Marktanteile eben zu sichern. Aber um sich diese Marktanteile zu holen, brauchst du eines, und das ist natürlich Budget. Budget für Agenturen vielleicht, Budget natürlich auch für noch mehr Mitarbeiter, und dieses Budget ist natürlich begrenzt, da sind wir ganz ehrlich, das ist einfach so, und gerade in aktueller Zeit ist es vielleicht sogar begrenzter, als es eigentlich der Fall ist, und deswegen haben wir uns einfach überlegt, welche Möglichkeit gibt es denn, um auch in aktueller Zeit Immobilienunternehmen aktiv zu unterstützen, und wir arbeiten sehr, sehr eng mit Fördergesellschaften zusammen, mit Förderberatern zusammen, und ich habe mich eben vor ein paar Wochen da mit ihnen zusammengesetzt und habe mir überlegt, hey, kriegen wir irgendein Konzept hin? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das eben zu schaffen, einen Weg, eine Option zu schaffen, wie sich eben ja, Immobilienunternehmer massiv viel Kosten einsparen können? Und die gibt es, und diese Möglichkeit gibt es gerade, was eben die Löhne, die Gehälter der Mitarbeiter entsprechend angeht. Für die, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass wir beispielsweise zertifiziert sind. Wir sind zertifiziert als Bildungsträger. Wir sind bei der Arbeitsagentur zertifiziert. Und genau darauf kommt es eben an. Es gibt nämlich eine Gesetzgebung, das ist praktisch das ja, Chancengesetz, was hier eben es uns ermöglicht, entsprechend Betriebe dabei zu unterstützen, am Ende des Tages mehr Know-how, mehr Kompetenz im Bereich Marketing zu erwirtschaften, zu bekommen, und speziell sind wir auf Immobilien spezialisiert, das heißt gerade Immobilienunternehmen aktiv dabei zu unterstützen, diese Marketingkompetenz zu entwickeln, und natürlich ist es auch für den Staat, für den deutschen Staat mega wertvoll, wenn es einfach mehr qualifizierte Arbeitskräfte gibt, und so führt es eben dazu, dass eben der Staat sagt, ja, wir unterstützen eben die Unternehmen, dass wir eben ja diese ja, 75% bis zu 75% der Gehälter unterstützen. Natürlich mega spannend, weil es einfach super viele Vorteile hat. Es bringt ein Unternehmen auf ein ganz, ganz anderes Level. Wie gesagt, stell dir vor, du würdest einfach 3/4 deiner Mitarbeiterausgaben einsparen. Und für Immobilienunternehmer sind Mitarbeiterausgaben mit einer der größten Kostenpunkte. Und stell dir mal vor, 75% davon würden nicht mehr existieren. Würdest du einfach geschenkt bekommen vom Staat. Ich glaube, das würde vieles verändern. Das würde nicht nur ein Unternehmen viel profitabler machen, sondern würde auch dazu führen, dass du eben dieses Geld in dein Wachstum aktiv integrieren kannst. Und der beste Wachstumshebel ist nun mal Marketing und Sales, und deswegen gibt es hier einfach entsprechende Möglichkeiten. Ja, und wenn du jetzt sagst, das findest du spannend, das interessiert dich, du möchtest erfahren, ob das auch für dich und dein Unternehmen möglich ist, weil natürlich gibt es da ein paar Zulassungsvoraussetzungen, dann ist der leichteste Weg, dass du dich einmal bei uns einträgst, schneider-marketing.com, sicher dir gerne mal ein kostenfreies Beratungsgespräch, dann schauen wir uns das eben ganz klar mal im Detail an. Wir analysieren dein aktuelles Unternehmen, wir sagen dir auch, wie viel Einsparpotenzial möglich ist. Ob das generell für dich möglich ist, das müssen wir einfach aufgrund von ein paar Faktoren bestimmen, aber in der Regel ist es so, und dann, wie gesagt, dauert es nur ein paar Wochen und du bekommst 75% an der Kosten erstattet. Von daher, trag dich ganz gerne mal ein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin.